Ich werde Ihnen jetzt kurz meine Erfahrung mit Maria erzählen. Ich habe durch Deborah eine Gnade empfangen. Ich war ein eingefleischter Raucher. Ich rauchte 2 Päckchen Zigaretten am Tag. Eines Morgens habe ich gefühlt, dass ich der Madonna von Deborah eine kleine Kette mit einem Kruzifix geben sollte, das meine Frau mir geschenkt hatte und an dem ich sehr hing. So habe ich diese Kette genommen und sie der Madonna geschenkt. Tja, und am nächsten und übernächsten Tag habe ich keine Zigarette angerührt. So seltsam das klingen mag, es war, als habe ich nie geraucht. Im Juli 1995 habe ich Deborah bei mir beherbergt. Ich wusste nichts über sie und kannte diese wunderschöne Geschichte nicht, die sie mit Jesus und Maria lebt. Tja, während sie in meinem Haus war, sickerten zunächst große Mengen Öl aus dem Bildnis Jesu, dann begann es, blutige Tränen zu weinen. Es ist mir unrecht, Jesus weinen zu sehen. Eigentlich sollten wir weinen. Ich danke Gott, dass er mich damals dieses Phänomen erleben ließ. Später vergoss eine kleine Statue unserer lieben Frau von Lourdes, die ich 2 oder 3 Jahre zuvor gekauft hatte, blutige Tränen. Ich fragte mich, warum sie blutige Tränen vergoss. Ich dachte, der Grund sei vielleicht, dass wir diese Liebe, die Jesus und Maria jedem von uns schenken wollen, noch nicht annehmen. Doch das Schönste, was mir je passiert ist, ist Folgendes. Früher schlief ich ein, wenn ich den Rosenkranz betete. Jetzt koste ich ihn aus, weil ich die Gegenwart Mariens spüre, die ihn mit mir betet. Das ist wirklich wunderbar. Io ringrazio che mi ha custodita, no? Piangere lacrime di sangue. Avevo una statuina della Madonna di Lourdes, comprata 2 o 3 anni prima, e che poi anche la Madonnina piangeva. E io la disse, mamma, adesso perché piange? Qual è il motivo? Perché io non comprendevo il suo pianto. Forse piange per le nostre situazioni di oggi. Che ancora noi non accettiamo questo amore di Maria e Gesù che vuole trasmettere a ognuno di noi. La cosa più bella che mi è capitato, se prima recitavo il Santo Rosario e mi addormentavo, per me mi veniva il sonno, adesso provo gusto. Non posso non recitarlo, ecco, è perché sento la presenza di Maria che lo recita con me. E questa è una cosa meravigliosa. Quante volte sono venuto qua, tante volte mi sento. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, fühle ich mich wie neugeboren. Ich bin ein anderer Mensch und mein Leben verändert sich. Zudem habe ich begriffen, was die Liebe Gottes und die Liebe der Madonna bedeuten. Jedes Mal, wenn man hierher in die Gegenwart Mariens kommt, wird man demütig, gut, einfach, barmherzig und voller Liebe. Ich komme an jedem 23. des Monats hierher. Kürzlich hat mir Deborah ein wenig Öl der Madonna geschenkt. Ich habe es in die Schule gebracht, in der ich unterrichte, und habe mit diesem Öl ein krankes kleines Kind gesalbt, das immer Schmerzen in den Beinen hatte. Es konnte sich nicht bewegen und war immer erschöpft. Ich habe ihm Folgendes gesagt. Pascal, ich will dich mit dem Öl der Madonna bezeichnen. Ich habe ihn gesalbt und dabei gebetet. Seitdem frage ich ihn jeden Morgen, Pascal, wie geht es dir? Sehr gut, Frau Lehrerin, ich bin froh und glücklich. Und ich danke der Madonna von Manduria. Maestra, bene, non mi trovo benissimo, sono contento, sono felice. E io ringrazio sempre la Madonna qui a Manduria. Santa Maria, Madre di Dio, Madre nostra, prega per te poveri dolori, adesso è signora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.